Hallo Leute, wir haben den Stronghold. Mann, naja, es kann doch nicht so ein riesiger Stronghold sein, jetzt mal ehrlich. Oh Mann, Leute, ihr müsst doch mal Revue passieren lassen. Was ist alles in diesem Projekt passiert? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was wird alles in diesem Projekt passieren? Das erste Enderauge, so heißen die, das erste Enderauge werfen. Scheiße, kommt es wieder? Leute, wir sind auf Höhe 256. Das fliegt halt nicht, ne? Oh nein, kommt es wieder oder habe ich es jetzt verschwendet? Leute, ich glaube, ich habe gerade ein Enderauge verschwendet. Das lief echt nicht so wie geplant. Es tut mir leid, Leute. Erster Enderaugenwurf. Verkackt. So, jetzt aber. Hä? Wo ist es denn? Mache ich irgendwas falsch? Da, hier ist es geploppt. Kann es sein, dass es da auch irgendwo einfach geploppt ist und gebuggt hat? Weil es geht ja, also normalerweise geht es ja nicht instant kaputt. So. Ich gehe mal runter, Alter. Ich habe Angst, dass wir hier einfach zu hoch sind. Und das Enderauge deshalb vielleicht runterfliegt oder so. Alter, Leute, ich habe keine Ahnung. So, wir werfen es jetzt mal hier. Da fliegt es hin. Okay. Heißt, ist es jetzt kaputt gegangen? Hä? Enderaugen gehen doch nicht so schnell kaputt. Normalerweise. Aber naja, 22 reichen auch noch. Heißt, Leute, wir müssen jetzt erstmal in die Richtung da gehen. Und schauen, was da so abgeht und vielleicht in ein paar Metern nochmal ein Enderauge werfen. Und ich kann gleichzeitig nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Einfach sicherheitshalber, Leute, Holz kann man immer gebrauchen. Also wirklich, ich weiß nicht, Holz kannst du gefühlt wirklich immer in Minecraft mitnehmen. Egal, wo du hingehst. Schon mal ciao, getrautes Heim. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem Enderdragon. Ich hoffe, wir sehen uns erfolgreich wieder, wenn ich gleich wieder bei euch bin. Leute, ich habe halt keine Ahnung, ich habe selten ein End gesucht. Vor allem mit Enderaugen richtig selten. Und ich habe keine Ahnung, in welchem Abstand man die werfen muss. Ich fahre hier jetzt wirklich ein Stück, weil ich glaube, ein End kann immer 4000 Blöcke variieren. Von der Entfernung her. Ich fahre erstmal ein Stück und falls das Enderauge wieder zurückgeht, weiß ich schon mal ungefähr, wo es sein könnte. So, Leute, es ist jetzt Nacht geworden und ich würde sagen, ich werfe mal eins. Und es geht immer noch nach da. Ja, okay, das ist nicht kaputt gegangen. Sehr gut. Heißt, wir fahren jetzt einfach erstmal ganz, ganz weit wieder geradeaus nach da und hoffen mal, dass wir in irgendeiner Weise irgendwie darauf kommen, dass dort das End ist. Boah, irgendwie ist das voll spannend. Ich war, glaube ich, das letzte Mal im End. Das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal in einem richtigen Minecraft-End war. Das ist echt schon Ewigkeiten her. Wenn du eine Sache tun könntest, ohne Schaden davon zu tragen, was würdest du tun? Boah, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde den Staat berauben. Also wirklich jetzt, ich glaube, ich würde dem Staat einfach so viele Steuergelder wegnehmen und das an irgendwelche Familien oder Menschen verschenken oder dem zu irgendwelchen Menschen geben, die halt nichts da haben und immer von dem Staat abgezogen oder gelebt werden. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste, was man damit machen kann. Und oh, hier ist ein Wrack. Das können wir ja gleich mal mitlooten. So, jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir hier an Land oder bleiben wir auf dem Wasser? Das Enderauge sagt weiter zum Land. Okay. Es ist nicht kaputt gegangen. Oh. Ich habe so Angst, dass die Enderaugen alle kaputt gehen, ne? Okay, heißt, wir bleiben erstmal kurzzeitig weiter auf dem Wasser. Und guck mal, dass wir das End rechtzeitig finden, hoffentlich. Vor allem, was es auch hier für ein riesiger Ocean ist, ne? Ich bin bis jetzt nicht einmal von zu Hause aus dem Boot gestiegen, sondern nur hier in diese Richtung gefahren. Ich hoffe die ganze Zeit, dass wir irgendwie vielleicht noch ein Dorf oder so am Rand finden. Aber die Hoffnung ist da immer sehr, naja, trübe bei mir, weil ihr wisst ja, früher habe ich eine Stunde gesucht, um Kühe zu finden, eine Stunde gesucht, um sonst was für Biome zu finden, eine Stunde dafür, eine Stunde dafür. Ich bin manchmal verzweifelt in den Aufnahmen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht hier mit dem End. Ich hätte echt, also wirklich jetzt, ich hätte überhaupt gar keinen Bock, hier jetzt richtig, richtig lange mit dem Boot in der Welt rumzuirren. Dafür, dass ich merke, dass das End einfach Jahre entfernt ist. Alter, in den Aufnahmen, ich muss es immer tun. Leute, ich muss kacken. Ich weiß nicht warum, immer in den Aufnahmen. Ich muss die letzten 3 Tage nicht kacken. Und immer in den Aufnahmen muss ich richtig fett scheißen. Leute, es tut mir leid, ich bin gleich wieder da. Ich weiß, Spannung bleibt gestiegen. Aber ich glaube, wir sind gleich da. Ich glaube, gleich ist das Stronghold erreicht. Ich habe gespült. Kennt ihr das, wenn ihr so kacken seid und ihr merkt einfach noch, also wirklich 1:1, ihr merkt noch, dass irgendwas da ist, was raus muss und das will nicht raus. Es will nicht raus, ihr drückt vor euch hin, ihr fangt an zu schwitzen irgendwann. Irgendwann denkt ihr euch, fuck, wann ist das, diese Qual endlich vorbei? Und dann macht es. Wisst ihr, und dann wisst ihr, endlich. Danke Gott, danke dafür. Geht's hier noch weiter? Nein, es geht zurück. Okay, lol, es geht nach da. Okay, heißt, wir sind scheinbar ein bisschen zu weit in eine Richtung gefahren. Wo ist denn, hat der mein Enderauge? Nee, hast du nicht. Alter, Leute, könnt ihr mir mal bitte in die Kommis schreiben, wie das aussieht mit Enderaugen?
Kommen die irgendwann wieder? Sind die einfach weg? Sind die... Also... Hä? Es kann eigentlich schon wieder kaputt gegangen sein. Oh Mann, Alter. Ich hasse es. Warum habe ich das Gefühl, dass der Stronghold genau unterm Meer sein wird? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil hier ein Meer ist, was gefühlt größer ist als alles, was ich jemals gesehen habe. Ich bin hier halt ungelogen schon so lange unterwegs jetzt. Da. Oder? Ja, ich... Warum call ich es gerade? Ich call es gerade und genau jetzt sehe ich es. Hallo Leute, wir haben den Stronghold. Und das ist ein sehr großer Stronghold, oder? Ein sogar ziemlich sehr großer Stronghold. Ja, Leute, wir sind da. Jetzt geht es nur noch daran, das End zu finden. Also das Enderportal. Alter, lol. Ich hab... Leute, irgendwie bin ich gerade schon ein bisschen aufgeregt. Muss ich euch ja mal ehrlicherweise gestehen hier. Wie ich einfach gecallt habe, dass es unter dem Meer sein wird. Also, ich meine, mit unter dem Meer halt mehr. Okay, war vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber holy shit. Und jetzt ist es einfach hier. Ich hatte es einfach von Anfang an im Gefühl. Die Frage ist halt wirklich, wo ist jetzt der Stronghold? Das wird jetzt eine echte Suche. Und wo sind die sogenannten Bibliotheken, heißt es so? Die Bibliotheken halt, da wo die ganzen Bücherregale stehen. Natürlich das erste, was wir machen, ist Koordinaten screenshotten, damit wir hier direkt Bescheid wissen. Ich möchte erwähnen, dass ich keine Ahnung habe, was gute und was schlechte Anzeichen sind für, ja, den Stronghold, beziehungsweise für das Portal dahinter. Ich weiß lediglich, dass das Portal wunderschön ist und wie der Portalraum aussieht. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, ne? Wie der Portalraum aussieht. Mann, Alter, es kann doch nicht so ein riesiger Stronghold sein, jetzt mal ehrlich. Okay, hier waren wir schon überall. Dann gehen wir mal jetzt hier lang. Hier waren wir dann auch schon. Okay, hier ist die Bibliothek. Die baue ich jetzt aber noch nicht ab, Leute, weil ich habe keine Behutsamkeitsaxt. Ich habe nur eine normale Axt, ne? Ja, schade, sonst hätte ich gesagt, ich baue die ab. Aber wenn ich eine normale Axt habe, lasse ich das erstmal alles hier. Diamanten. Jungs, Diamanten, die sind aber auch nicht schlecht. Oh, hallo. Stronghold, hallo. Gibt es dich überhaupt? Existierst du? Stellt euch mal vor, hier ist einfach nicht das Endportal. Oh, lol. Ein wunderschönes Buch. Also mit wunderschön meine ich echt, es ist einfach wunderschön. Und was ist das? Was ist das hier? Hä? Hä? Leute, sowas hier habe ich noch nie gesehen. Okay. Hä? Warum ist hier... Ah, das ist die Bibliothek nochmal anders. Okay. Hä, aber die Bibliothek... Hier ist eine andere Bibliothek noch. Okay, es gibt scheinbar mehrere Bibliotheken. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Was ist das hier? Hä, wozu gehört das? Warum existiert das hier überhaupt? Lol, okay. Was ist das für ein riesiger Stronghold? Also jetzt mal ehrlich. Ich will doch jetzt endlich mal das Endportal finden. Das kann doch hier nicht so weit weg sein. Hä? Alter, wenn es hier kein Endportal gibt, weine ich. Hier drüber ist Wasser. Okay, Leute, hier geht's weiter. Oh, kommt bitte. Ja, ist es. Okay, wir haben es gefunden. Wir haben das Endportal gefunden und die Dinger hier werden gespawnt, ne? Kann man damit eine Farm oder sowas bauen? Sollen wir das vielleicht erstmal stehen lassen? Ich lasse es erstmal stehen, vielleicht können wir damit noch eine Farm oder so bauen. So, das hier kann theoretisch weg. Ich glaube, Lava braucht man hier nicht. Hallo? Ah! So, okay. Okay, Leute. Wir sind da. Jetzt geht es ran. Leute, das End wird eröffnet. Ah! Leute, ab jetzt wird's spannend. Ich leere jetzt hier nochmal mein Inventar. Wir stellen auch nochmal eine Kiste auf, wo wir ein bisschen was an Stuff reinschmeißen. Und dann werden wir jetzt gleich in das End gehen. Alter, wie lange ich einfach gespielt habe, um diese Aussicht hier zu erreichen. Wie lange es vor allem auch gedauert hat, dass wir hier endlich vor dem Endportal stehen und endlich damit was machen können. Oh Mann, Leute, ihr müsst doch mal Revue passieren lassen. Was ist alles in diesem Projekt passiert? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was wird alles in diesem Projekt passieren? Oh je, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins End. Wünscht mir Glück, dass ich nicht sterbe. Ich hoffe, es läuft alles gut. Wir haben Essen, wir haben Fackeln, wir haben eigentlich alles dabei, was wir in irgendeiner Weise benötigen, um den Enderdrachen zu klatschen. Leute, ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite gesund und munter wieder. Jo, Leute. Denkt ihr, wir schaffen es morgen, den Enderdrachen zu klatschen, oder kommt es da vielleicht zu der ein oder anderen Komplikation mit dem kleinen Drachen? Naja, ich würde sagen, das sehen wir morgen um 17 Uhr. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann und ciao.